Hallo Charlotte, komm auf. Ja, hallo. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Happy Huhn. Heute wieder ein altes Thema, umfangreicher, informativer und mit besserem Videomaterial ausgestattet, nämlich das Thema Züchten, ja oder nein. Es geht ja vielleicht vielen so, man hält eine Zeit lang Hühner und irgendwann möchte man dann auch Küken oder vielleicht sogar bei der Erhaltungszucht einer bestimmten Rasse helfen. Und dann fragt man sich, ja, wie ist denn das jetzt eigentlich so, wenn ich züchten würde? Wie läuft denn das? Was muss ich da wissen? Und darum will ich euch heute einfach in 5 Punkten kurz ein paar Überlegungen in den Raum werfen, quasi, die dabei helfen können, eine Entscheidung dazu zu treffen, ob man nun züchten wird oder nicht. Ein ganz wesentlicher Punkt, wo ich auch momentan vielleicht anstehe, ist die Platzfrage. Meiner Meinung nach, darum ist das mal Punkt 1. Wenn man züchten möchte, braucht man im Normalfall deutlich mehr Platz, als wenn man nur einfach so ein paar Hühner halten möchte. Klar, man will vielleicht verschiedene Stämme machen, man muss Junghähne getrennt aufziehen, bis man sie beurteilen kann. Man braucht Unterbringungen für die Küken. Auch wenn man Naturbrut betreibt, kann man höchstwahrscheinlich zumindest am Anfang die Glucke nicht mit den Küken einfach mitlaufen lassen. Und es sind lauter so Sachen, wieso man dann einfach ein deutlich besseres Platzangebot für die Hühnerhaltung zur Verfügung stellen muss. Ich will euch da jetzt 4 sehr verschiedene Züchter vorstellen, die ich in den letzten Jahren im Rahmen der Dreharbeiten zu Happy Huhn getroffen habe. Alle 4 machen es auf ihre Art total gut, bringen die Rassen, die sie züchten, wirklich voran und tun auch etwas für die Bekanntheit ihrer Hühnerrassen. Und trotzdem züchten alle 4 völlig verschieden und haben auch völlig verschiedene Zuchtanlagenställe bzw. ein unterschiedliches Platzangebot. Dieser beneidenswert große Hühnerstall steht in Niederösterreich und gehört dem bekannten Hühnerzüchter Johannes, der diesen Stall extra dafür gebaut hat, um verschiedene Rassen züchten zu können. So manches Rasseporträt zu Happy Huhn ist hier im Laufe der Jahre entstanden. Das Stallkonzept ist denkbar einfach. Alle Rassen können von einem zentralen Gang aus gefüttert und versorgt werden, womit man kurze Arbeitswege hat und die tägliche Arbeit schnell erledigen kann. Zu jedem Stall gehört auch ein Freibereich, der so gemacht ist, dass er auch den Vogelgrippeschutzrichtlinien entspricht und die Tiere daher auch während einer Stallpflicht raus können. Die Tiere dürfen aber auch mal ganz ins Freie, was natürlich auch super ist, und so bleiben sie auch fit und gesund. Zu den Rassen, die Johannes hier züchten kann, zählen Sulmdaler und Sandschakgräher, letztere jetzt gerade zu sehen, und da ist Johannes wirklich einer, der besonders viel für die Rasse getan hat, dann die französischen Laflèche-Hühner, die beispielsweise zu den Vorfahren der sehr bekannten bayerischen Augsburger Hühner zählen. Auch für die russischen Orlov-Hühner schlägt Johannes Züchterherz, dann finden sich noch Barnefelder und Araucaner und die jetzt zu sehenden Bielefelder Kennhühner, zu denen ihr ein eigenes Rasseporträt findet, wo genau diese Tiere mitgewirkt haben. Und genau gleich verhält es sich bei den deutschen Lachshühnern, die ebenfalls zu den traditionellen Rassen in dieser Zuchtanlage zählen. Die nächste Züchterei ist im Grunde genommen ähnlich. Es werden auch hier verschiedene Rassen gezüchtet, allerdings wird mit dem Platz völlig anders umgegangen. Jede Hühnerrasse hat ihren eigenen Stall und ihren eigenen Auslauf. Außerdem, wenn man genau hinsieht, erkennt man auch, dass zwischen den einzelnen Hühnerausläufen sehr viel Freiraum ist. Dadurch hat jede Hühnerrasse ihren eigenen Bereich und Krankheiten können hier nicht so leicht von einer Hühnerrasse, also von einem Stamm zum nächsten Zuchtstamm, überschwappen. Natürlich habt ihr schon erkannt, wo ich hier bin. Ich bin bei Christian, der sein Hühnerzuchtprojekt erfolgreich mit der Lebenshilfe in die Tat umgesetzt hat. Seltene Rassen wie Provais Ultendaler, Brabanter Bauernhühner, Babluskaja, Brakel und ähnliche werden hier gezüchtet und vermehrt. Nachteil ist hier natürlich im Vergleich zum vorigen Zuchtstall, dass man weitere Wege hat und es deutlich länger dauert, bis jeder einzelne Stall ausgemistet ist und jede einzelne Zuchtgruppe versorgt. Wer ein großes Platzangebot für die Hühnerzucht braucht, kann eigentlich auch mal überlegen, eine Wiese zu pachten. Und das hat Züchterin Andrea aus Bayern getan, die hier mit Hilfe von mobilen Hühnerställen und mobilen Hühnerzäunen
Hühner draußen auf einer grünen landwirtschaftlichen Wiese züchtet. In vielen Regionen braucht man für mobile Hühnerställe, wenn sie nicht zu groß sind, keine Baugenehmigung, da hier ja kein Fundament gemacht werden muss. Ein weiterer Vorteil, man kann Wechselweide betreiben, die Auslaufflächen werden niemals überstrapaziert, was der Gesundheit der Tiere sehr förderlich ist. Ein Nachteil, man kann mit solchen mobilen Ställen draußen auf der grünen Wiese natürlich nur mit Hühnerrassen arbeiten, die eine gewisse Größe haben und aufmerksam gegenüber Raubfeinden sind, wie es bei diesen Appenzeller Spitzhauben auf jeden Fall der Fall ist. Kleine Hühnerrassen, Zwergrassen, eignen sich für diese Zuchtvariante nicht so gut, darum hat Züchterin Andrea ihre Lieblinge, die Antwerpener Bartzwerge, auch weiterhin direkt im Hausgarten, der aber eben für weitere Hühnerrassen nicht groß genug wäre. Als vierte Variante, wie jemand richtig viele Hühner züchten kann, hier noch die Steinpipperlzucht aus Niederösterreich vom Züchter Matthias, auch wiederum Tiere, die ihr schon öfters bei Happy Huhn gesehen habt, denn es ist hier einfach so genial. Unzählige Steinpipperlhähne, Hennen und Küken laufen einfach bunt durcheinander, werden in der Aquaristik, würde man sagen, in Schwarmzucht vermehrt. Und diese Schwarmzucht bringt es natürlich mit sich, dass man nicht weiß, welcher Hahn sich mit welcher Henne verpaart. Aber da gerade bei den Steinpipperl ja eine große Farbenvielfalt gefragt ist, hat man auf jeden Fall immer die ganze Palette dabei und es kommt durch die große Anzahl der Tiere auch nicht zu Inzucht. Ja, so unterschiedlich kann das Züchten dann in der Praxis aussehen. Vielleicht bin ich da sogar noch eine fünfte Variante, denn ich bin da irgendwie dazwischen. Ich züchte ja hier einfach in der bunten Truppe so nebenbei und auch das kann gehen und bringt mich eigentlich schon zum nächsten Punkt. Kann ich denn in einer bunten, gemischten Hühnerschar züchten? Also grundsätzlich ja. Es hängt aber ein bisschen von den Rassen ab, die man da gemeinsam hält. Ich hatte ja im Frühling noch den Provaiss Ultenthaler Hahn hier und hatte schon ein sehr gutes Zuchtjahr. Er hat allein bei mir über 40 Küken gezeugt, teilweise hier direkt bei mir mit Kunstbrut und Naturbrut, aber eben teilweise auch sind welche geschlüpft aus Bruteiern, die ich noch an andere Interessierte abgegeben habe. Und es ist deswegen in der bunten Gruppe so gut gelaufen, weil ich einfach immer wusste, welche Eier zu den Provaiss Ultenthaler Hennen gehören. Zum Beispiel jetzt die Amanda, die Zwergweihendotte, die legt halt cremebraune Eier, während die Ultenthaler weiße legen. Auch die Clara, die Sandschak-Kreherin, legt braune Eier. Jetzt auch die Neuzugänge, da wüsste ich es wieder gut. Die Charlotte, die kleine Steinpipperldame, die legt halt wirklich winzige Eier. Die haben zwar die gleiche weiße Farbe wie die Ultenthaler Eier, aber sind halt an der Größe zu unterscheiden. Und wenn man eben die Hühnerrassen so hat, dass der Hahn dann natürlich zu der Rasse gehört, die man züchten möchte, und man da ein paar Hennen hat und die Eier von diesen Hennen immer eindeutig zuordnen kann, dann spricht überhaupt nichts dagegen, Bruteier oder Zuchteier eben direkt aus einer bunten Hühnertruppe zu sammeln. Was halt absolut nicht geht, ist natürlich, dass man dann mehrere Hähne rumlaufen hat, weil dann hat man es halt einfach nicht mehr unter Kontrolle, welcher Hahn sich mit welchen Hennen verpaart, und das soll ja dann nicht sein. Natürlich können auch Mischlinge manchmal gewollt sein und ja, sie sind jetzt gerade nicht hier, aber, oder da vielleicht sieht man es, die Clarissa ist halt bei mir jetzt zum Beispiel so nebenbei mitgezüchtet worden, da hat sich dann halt der Ultenthaler Hahn mal mit der Clara, mit der Sandschak-Krähenhenne verpaart, aber das war von mir auch so gewollt. Man kann natürlich schon auch mal so gemischte Hühner züchten, aber züchten bedeutet halt im Normalfall schon, dass man die Tiere miteinander verpaart, die auch miteinander verpaart werden sollen, also einfach innerhalb der Rasse. Als nächsten Punkt möchte ich den Punkt Zuchtvereine nennen, denn es ist für viele nicht unwesentlich, einem Rassezuchtverein oder Kleintierzuchtverein beizutreten, wenn man wirklich als Rassezüchter etwas bewirken möchte. Und da wissen viele zum Beispiel nicht, dass es zu vielen Hühnerrassen Sondervereine gibt, zum Beispiel jetzt gerade zu den Zwergweihendotten gibt es halt wirklich einen tollen Sonderverein in Deutschland, der wirklich viele Mitglieder hat, und da kommt man halt direkt wirklich weiter und kriegt halt auch die Farbschläge, wenn man etwas Glück hat, die man möchte, wenn man mit solchen Vereinen Kontakt aufnimmt und auch beitritt. Aber auch der regionale Zuchtverein kann einem da oft schon behilflich sein. Und manchmal ist es ja auch so, wenn man selber einfach einen zu kleinen Garten für die Zucht hat, dann haben Zuchtvereine oft auch Zuchtanlagen. Und da gerade in letzter Zeit immer wieder beklagt wird, dass die Zuchtanlagen aussterben, dass oft die Folieren, die Gehege nicht mehr gefüllt sind, ist es teilweise echt so, dass man da Chancen hat, einfach in einer Zuchtanlage einen Stall mit Auslauf schon dabei
zu ergattern, den man dann quasi mietet und wo man dann seine Hühnerrasse, die man züchten möchte, wirklich züchten kann. Solche Zuchtanlagen haben oft viele Vorteile, weil halt oft jemand da ist. Es ist immer wer in der Nähe, der ein Auge drauf hat, weil ja auch die anderen Züchter zur Stelle sind. Man hat immer sofort den Austausch mit anderen Züchtern und oft sind solche Zuchtanlagen auch öffentlich zugänglich und man hat automatisch auch eine gewisse Werbewirkung, weil man halt die Rasse einfach einer breiteren Masse dann auch zeigt. Es ist dann oft sehr beliebt, dass Eltern mit ihren Kindern dann auch solche Zuchtanlagen besuchen, weil sie den Kleinen einfach mal zeigen wollen, wie schöne Hühner aussehen. Dann komme ich zum vierten Punkt. Der vierte Punkt ist, welche Rasse möchte ich züchten? Denn für den Anfang sollte man sich das schon gut überlegen, womit man startet. Man tendiert natürlich heutzutage, weil es auch ein Trend ist, dazu immer möglichst gefährdete, möglichst seltene Rassen zu nehmen. Aber es kann halt für einen Anfänger dann schon schwierig sein, gleich mit einer Rasse zu starten, die züchterisch eine Herausforderung ist und eben wo er dann gerade durch die Seltenheit auch vielleicht gar keine Kontakte zu anderen Züchtern in der Nähe aufbauen kann, weil es einfach keine anderen Züchter gibt. Manchmal ist man für den Einstieg in die Zucht mit einer gut verbreiteten Rasse besser beraten. Man hat dann eben immer den Kontakt zu anderen Züchtern, man kriegt auch leichter eine Blutauffrischung her und oft gibt es zu den Rassen dann eben sogar auch Sondervereine. Spontan fällt mir zum Beispiel ein, Sondervereine gäbe es jetzt bei den Brahma und Zwerg-Brahma, bei den Sulmtalern und Zwerg-Sulmtalern, bei den Yokohama, bei den Chabos, bei den Zwerg-Wyandotten, bei den New Hampshire, bei den Barnefeldern. Also eigentlich eh bei allen Rassen, die man immer wieder mal so sieht. Und natürlich soll die Rasse auch zu euch passen. Dazu findet ihr ja auf meinem Kanal dann auch verschiedenste Rasseporträts. Leider konnte ich noch bei weitem nicht alle Rassen, die relevant wären, für ein Rasseporträt kriegen. Aber da gibt es dann ja auch themenbezogene Videos, zum Beispiel ruhige Hühnerrassen oder Hühnerrassen mit guter Legeleistung. Und da solltet ihr euch vielleicht einfach auch ein bisschen informieren, welche Rasse da vielleicht auch züchterisch zu euch passt und die ihr überhaupt vermehren möchtet. Ja, und der letzte Punkt ist der Zeitaufwand, der steigt nämlich auch. Wenn man züchtet, ist es halt nicht mehr so, dass man, wenn man jetzt einen stressigen Alltag hat, dass da einfach mit Hühnerfüttern mal ein paar Minuten kontrollieren, ob alle gesund sind, hin und wieder Stall ausmisten, dass damit die Arbeit getan ist. Gerade so eine Glucke mit Küken, die braucht halt oft viel Aufmerksamkeit. Das ist gut, wenn man mal ein Auge drauf haben kann, aber auch Küken, die man jetzt ohne Glucke in Kunstbrut aufzieht, brauchen ja auch mehrmals am Tag oft frisches Wasser, brauchen immer wieder eine gute Versorgung. Man muss schauen, sind alle gesund. Also ich finde schon, dass der Zeitaufwand einfach steigt, wenn man züchtet. Ist nicht vergleichbar mit dem Zeitaufwand, wenn man jetzt nur ein paar Legehennen hält. Das war's an sich von meiner Seite her wieder mit diesem Video. Vielleicht fallen euch ja auch noch Punkte ein, die ihr wichtig findet für angehende Züchter. Postet das doch dann bitte in die Kommentare. Dann wird das Video nochmal informativer dadurch. Spontan fiel mir da jetzt noch ein, man sollte sich vorab auch überlegen, ob man damit umgehen kann, dass nicht alle Tiere, die man züchtet, auch immer für die Weiterzucht gehen. Oder bei den Hähnen ist es halt so, dass man oft einfach viel zu viele Hähne hat. Diese Lakenfelder Junghähne blicken beispielsweise nicht alle in eine rosige Zukunft. Ja, also, bleibt den Hühnern treu. Macht's gut und folgt mir auch auf Instagram, wenn ihr möchtet. Happy.huhn heiße ich dort.